Hallo! Nicht wundern, wir nehmen heute mit einer anderen Kamera auf. Wenn die blöd ist, dann. Schreibt es in die Kommentare. Ja! Oder vielleicht schaffen wir es auch gar nicht, das Video hochzuladen. Dieses Video ist ein Neuerscheinungsvideo im September 2014. Sowohl Bücher als auch Filme als auch Games in dieser Reihenfolge werden wir präsentieren. Hier Und wir werden müssen gar wir. nicht mehr so schnell reden, endlich, weil unser Speicherplatz nicht so voll ist. Okay. Ich kann jetzt wir auch sogar werden, noch. wir werden hier die Buchcover einblenden oder die Filmcover oder die Gamecover, wenn wir es schaffen. Hier werden wir dann immer diese Kreise. Hier werden wir die Inhaltsangaben einblenden. Wenn's, weil manche sind ein bisschen zu kurz, weil es auf einer gewissen Zeit ist, die wir es nicht nennen wollen. Und wir machen da auch so stichpunktartig, was dieses Buch ausmacht. Und hier also. Sogar, guck mal hier, da ist ein Buch für die neuen Bücher, da ist ein Spinner, der im Film, eine DVD für die Filme und da ist sogar der, ein Spiel für die neuen Spiele. Ist das nicht unglaublich unfassable? Oh mein Gott! Okay, dann fangen wir gleich mal an mit einem meiner Bücher und zwar heißt es Lum, 2 wie Licht und Dunkel. Ist ein komischer Name, aber egal. Ja, das ist mir irgendwie komisch. Wenn dein Schicksal zu groß für dich scheint, ja. In der Trümmerstadt Adeva entscheidet sich für alle 15-Jährigen in der Nacht der Mantai, welche Gabe sie haben. Ein Mal, das auf dem Handgelenk erscheint, zeigt an, ob man telepathisch kommunizieren, unsichtbar werden oder in die Zukunft sehen kann. Doch beim Melaike, deren Großmutter eine große Seherin war, zeigt sich nichts. Ja, ist so ein Buch, wo Helden, nicht Helden, alle haben diese Gabe, aber die hat eine ganz spezielle Gabe und muss man sich erstmal reinlesen, weil die Bücher sind meistens immer gleich und gehen auch immer gleich aus, aber ich hoffe, dieses Buch. Die Bestimmung. Ja, haben wir jetzt auch noch nicht gelesen, aber es geht das ja darum. Das sieht man ja schon im Trailer vom Film. Ja, stimmt. Ich bitte dich. Okay. Dieses Buch ist von Eva Siegmund. Ich versuche es immer in der gleichen Reihenfolge zu machen. Ist gebunden, hat eine Seitenzahl von 512, erscheint am 29.09. und kostet 16,99 €. Oh mein Gott! Oh mein Gott! So, jetzt kommen wir zu einem Buch und zwar die Seiten. Warum willst du das Inhaltsverzeichnis nicht lesen? Welches Inhaltsverzeichnis? Die Beschreibung. Egal. Das hier. So. Ach so, du hast das danach gemacht. Ja. Mann. Jetzt kommen die Seiten der Welt von. Das sage ich erst gleich. Jedes Buch hat geheime Seiten. Ein magischer Roman voller fantastischer Abenteuer. Während sie die Stufen zur Bibliothek hinablief, konnte Furia die Geschichten schon riechen. Den besten Geruch der Welt. Furia Salamandra Fairfax lebt in einer Welt der Bücher. Der Landsitz ihrer Familie birgt eine unendliche. Dann wissen wir es ja alle, ne? Oh mein Gott. Und ich finde, ich habe diesen Namen, Furia Salamandra Fairfax, gut ausgesprochen. Dieser Name ist ja auch unglaublich schön und jeder, der so heißt, fühlt sich auch nicht gemobbt von den Eltern. Also, das Buch ist von Kai Meier. Das ist gebunden. Hat eine Seitenzahl von 560 und erscheint am 25.09. und kostet 19,99 €. Ja. Dann kommt ein nächstes Buch, das nächste Buch, was ich erstmal suchen muss hier. Lasst uns schweigen wie ein Grab, heißt es. Als aus heiterem Himmel die Direktorin und ihr Bruder beim Sonntagessen vor ihren Augen tot vom Stuhl fallen, haben die 7 Schülerinnen des St. Etheldra Mädcheninternats die Wahl. Entweder erzählen sie von den Todesfällen und werden nach Hause geschickt, oder sie vertuschen den Vorfall und haben die fantastische Chance, das Mädcheninternat selbst zu führen. Das erschließt sich ja, für was sie sich entscheiden, aber ist ja egal. Das Buch ist. Vielleicht werden die sich ja auch umentscheiden, ganz plötzlich. Ja, ich hoffe mal, das ist so, weil das ist ja dann so leicht absehbar. Ja. Das Buch ist von Julie Berry, ist ein Taschenbuch, hat 288 Seiten, erscheint am 17.09. und kostet 12,99 €. Ja. So, dann kommen wir zu einem Buch, das hat schon mal einen sehr spannenden
Titel, wie ich finde. Es heißt nämlich Atemnot. Ja, ich muss die Beschreibung erstmal suchen. So, hier. Es ist ein klarer Herbstmorgen in einem kleinen englischen Dorf, als die Polizei zu einem grausamen Tatort gerufen wird. Eine junge blonde Frau wird tot aufgefunden, ihr kleines Häuschen voller Blut. Fast zur gleichen Zeit wird in einem nahegelegenen Steinbruch die Leiche ihrer Nachbarin gefunden. Offensichtlich Selbstmord, das kann kein Zufall sein, denkt sich Louisa Smith, die gerade zum Detektiv-Chief Inspector befördert wurde. Als sie mit ihrem Team beginnt, in dem Dorf zu ermitteln, setzt sich langsam ein faszinierendes Puzzle zusammen. Das halbe Dorf scheint ein großes Geheimnis zu hüten. Ein erotisches, dunkles, gefährliches Geheimnis und niemand weiß, ob der Täter eventuell doch nochmal zuschlagen wird. Ja, das Buch ist von Elizabeth Haynes, ist ein Taschenbuch, hat eine Seitenzahl von 480, erscheint am 15.09. und kostet 9,99 €. Ja, dann kommt ein Buch. Hast du überhaupt gesagt, wann es rauskommt? Ja, hab ich. Mann, ich bin ein so guter Zuhörer. Dann kommt ein Buch, was schon rausgekommen ist, und zwar Wir fallen nicht. Die Brüder Mitya und Wladimir verbringen ihre Sommerferien am Meer, doch der Urlaub wird von einem Unglück überschattet. Mityas bester Freund ist bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Mitya unternimmt ausgedehnte Streifzüge und befreundet sich mit einigen Jungen an, die ihr Lager am Strand aufgeschlagen haben. Aber ihr kleines Reich ist nicht nur ein Abenteuerspielplatz für Vagabunden, es ist eine Welt voller Mystik und Magie, die Mitya immer stärker in ihren Bann zieht. Und dieses Abenteuerspielplatz ist wahrscheinlich auch noch für Kleinkinder. Da können die ganz viele Abenteuer erleben. ist aber empfohlen von 14 bis 17. Wenn man also 18 ist, dann darf man das Buch nicht mehr lesen. Nee. Das ist einfach, dann hasst man das Buch. FSK 14 bis 17. das Buch ist von Saita Vurela. ist gebunden, hat eine Seitenzahl von 352, erscheint am 1.9., was schon erschienen ist, und ich habe es gesagt. Und es kostet 16,99 €. 16,99 €, weil ihr es nicht gehört habt. Oh mein Gott! So, jetzt kommt die flammenflüsternde Lied. Ja. Klopf, klopf, klopf. Schon immer herrschte in Piers Familie ein Gefühl der Lieblosigkeit. Doch an Weihnachten kracht es richtig. Ihr Vater überlässt sie und ihre Mutter und weckt einen furchtbaren Verdacht in Pia. Irgendwas stimmt in der Familie nicht. Pia macht sich auf die Suche nach ihrer Vergangenheit. Dabei stößt sie auf ungeahnte Hindernisse, verschlossene Menschen, ein düsteres Geheimnis und schrecklich, dass sie selbst in eine Lebensgefahr gerät. Ich kann halt gut Deutsch. Dieses Buch ist von Inge Lönig, ist ein Taschenbuch, hat eine Seitenzahl von 384, erscheint am September 2014, also keine genauen Angaben, und kostet 12,99 €. So, da kommen wir schon zum vorletzten Buch, und zwar heißt dieses Buch Mind Reader, und ist ein Thriller. Ein Thriller. Rachel, 12 Jahre, Staatsfeind Nummer 1. Dem Veteranen Sam Dryden läuft beim Joggen ein Mädchen über den Weg. Rachel ist auf der Flucht, doch warum jagen bewaffnete Soldaten eine 12-Jährige? Schnell wird Sam klar, Rachel ist kein normales Kind, sie kann Gedanken lesen. Seit ihrer Geburt wurde sie gefangen gehalten, das weiß sie noch. Ja. Klingt eigentlich richtig spannend. Ist von Patrick Lee. Erinnert mich so ein bisschen an Lucy, den Film, den es gerade im Kino gibt. Ja, aber die liest auch keine Gedanken. Ja, aber trotzdem, so eine Übermacht halt. Die selbst die Polizei und Soldat und alles schnell. Das wird ja erforscht, was passiert, wenn ein Mensch 100% seines Gehirns verwendet. Also Lucy. Wir verwenden ja nur 10% unseres Gehirns. Ja, das ist klar. Ja. Dieses Buch ist von Patrick Lee, ist ein Taschenbuch und hat eine Seitenzahl von 432. Ist schon erschienen am 1.9. Und kostet 9,99 €. Das ist schon ein richtig gutes Buch. Schnapszahl! So, jetzt kommt ein Buch, was Fantasy-lastig ist. Aber
Sie befinden sich in der Warteschlange. Bitte rufen Sie gleich wieder an. Ja, jetzt habe ich dieses Buch gefunden. Hat etwas gedauert, tut uns leid, deswegen mussten wir ein Schnitt ersetzen. Ja. Wir sind professionelle Schnittsetzer. Wir sind nämlich Schneider. Ah. Ich kann euch das nächste Cover so zeigen. Boah, ist das unglaublich. Mach ich jetzt auch mal. Oh mein Gott! Fuckelherz heißt es. Diese Beleuchtung. Und zwar. Ein märchenhafter Roman über zwei Schwestern auf der Suche nach ihrer Mutter. Über Liebe und Hass, Freundschaft und Rivalität und über Welten, die jenseits unserer eigenen existieren. Als die beiden Schwestern Summer und Bird eines Morgens aufwachen, spüren sie die Kälte und Stille im Haus. Ihre Eltern sind verschwunden. Ein Bilderrätsel leitet sie durch ein Tor in eine Welt voller Magie und fantastischer Geschöpfe. Die beiden Mädchen ahnen nicht, dass ihre Mutter einst die Königin der Vögel und aus Liebe zu einem Mann Menschengestalt angenommen hatte. Eine der Schwestern wird die neue Königin der Vögel werden. Aber zuvor muss sie ihre Gegnerin, die machthungrige Puppenspielerin, bezwingen. Mit einer unvergleichlich beeindruckenden Sprache und fantasievollen Details hat Catherine Catmull eine Welt erschaffen, in die der Leser wie von magischer Hand hineingezogen wird. Ja. Klingt eigentlich sehr fantasielastig wie so Wario Cats, ne? Mit Katzen. Wario Cats. Ist aber zwar mit Vögeln, aber ich hoffe, es ist trotzdem gut. Wario Birds. Das Buch von Catherine Catmull ist gebunden, hat eine Seitenzahl von 448 und erscheint am 25.09. und kostet 16,99 €. Ja, das war's von mir. Entschuldigung für meine Krüppelstimme und Husten, ich bin krank. So, jetzt mach du. Ja, wie soll ich's machen ohne dein Handy? Achso, Entschuldigung. Verwirrtes Kind. Okay. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von dir. Ja, nein. Ich hoffe, ihr seid noch beschäftigt. Ah, geil. So, mein erstes Buch ist Mr. Mercedes von einem Autor, den er wahrscheinlich schon kennt. Stephen King. Oh mein Gott. Den King of Horror. Da steht der King of Horror, King Stephen King. Ah, ich kann euch. Ihr müsst jetzt lachen. Also, das ist Pflicht. Das Buch ist gebunden. Och, hat, wirklich? Ja, wirklich. Hat 592 Seiten. Ist beim Heine Verlag. Heine, oh Gott. Ich musste gerade geändern. Das hört sich etwas krüppelig an. Und kostet 22,99 € inklusive 7% Mehrwertsteuer. So, ich lese euch jetzt nicht alles vor, was hier geschrieben ist. Das wäre etwas viel. Und ich glaube, noch jemand außer mir ist krank. Ich verrecke gleich. Ich werde dazu jetzt nichts einfügen, keine Sorge. Hui, jetzt sind wir Spinnen. Schneller, gefährlicher, tödlicher Mr. Mercedes. Ein Mercedes S600. Ach so, ich hab jetzt eine Krankheit. Ein Mercedes S600, 2 Tonnen deutscher Ingenieurskunst, rast in eine Menschenmenge. Es gibt viele Todesopfer, der Fahrer ist entkommen. Ja, danke schön. Der Wagen wird später gefunden. Auf dem Beifahrersitz liegt eine Clownmaske. Und jetzt hör bitte auf, das wäre sehr lieb von dir. Okay. Auf dem Beifahrersitz liegt eine Clownmaske. Das Lenkrad ziert einen grinsenden Smiley. Monate später meldet sich der XD. Ich glaube, ich starte das Video gleich nochmal neu, wenn du das jetzt noch weitermachst. Monate später meldet sich der Massenmörder und droht ein Inferno mit 1000 Opfern an. Stephen King, der Meister des Schreckens, verschafft uns in Mr. Mercedes beunruhigende Einblicke in den Geist eines besessenen Mörders bar jeglichen Gewissens. Da, ja, das hört sich schon etwas spannend an. Da kommt bei mir schon so die Furcht auf. Wisst ihr, das sage ich jetzt nicht einfach so. Okay, erst der Autor. Der Autor heißt Stephen King. Das wissen die alle schon, weil ich das alle schon gesagt habe.
Bist du auch so ein schlechter Zuhörer? Aber wie viele Seiten das hat? Da habe ich auch. Hast du nicht? Da habe ich auch. Hast du nicht? Da habe ich auch. Das werde ich alles wieder einblenden. Was ich noch nicht gesagt habe, ist, dass das Buch am 8. September erscheint. Also habt ihr noch ein paar Tage diese Angstgefühle, die ihr jetzt gerade beim Hören von diesen, oh Gott, dieser Beschreibung zu verarbeiten, und dann kommt das Buch raus und ihr kauft es sofort und dann bekommt ihr wieder diesen Schock. Okay, du laberst heute nur Scheiße. Wer labert hier nur Scheiße? Wieso? Bist du selber? Geh mal. Okay, jetzt zum nächsten Buch, und zwar das ist echt. Echt. Also nur echt. Einmal echt. Echt von Christoph Scheuring. Es wird am 19. September 2014 rauskommen. Hat 256 Seiten und ist auf Deutsch geschrieben. Der Herausgeber ist Magellan. Magellan. Wie viel es kostet, weiß ich gerade nicht. Ich werde das wahrscheinlich einblenden irgendwo. Keine Sorge, ihr kleinen Kinder, die jetzt gerade weinen, deswegen. Ja, wo hast du jetzt das? So, und jetzt wirst du die Inhaltsangabe vorlesen. Die irgendwo hier steckt. Auch nicht. So. Nächster Schnitt wieder. Ja, wir schneiden alles heute. Wir haben das Buch gefunden. Und zwar kostet es 14,95 € und wir werden ja euch jetzt, oder du wirst jetzt die Inhaltsangabe vorlesen. Da oben. Ja, ich habe mich gerade nur etwas gewundert. Albert sammelt Abschiede. Tag für Tag fotografiert er am Bahnhof Umarmungen, Trennungen und Tränen. Denn Abschiede, das sind für ihn Momente, in denen der Mensch wahrhaftiger ist als jemals sonst. Punkt. Also, dieser Satz ist echt toll. Eines Tages lernt er Katie kennen. Sie sieht aus wie ein Engel, ist gleichzeitig abgezockt und verletzlich. Und sie ist wie gebannt von seinen Bildern. Vor allem von seinem Lieblingsbild, auf dem Schmerz und Glück völlig selbstvergessen miteinander verschmelzen. Doch Katie behauptet, das Foto sei eine einzige Lüge. In den Tiefen des Bahnhofs machen sie sich beide daran, die Wahrheit hinter dem Foto zu finden. Da, da, da. Ja, das Buch hat eine Altersempfehlung zwischen 14 und 17, also gibt es ein FSK 14 bis 17. Wenn man 18 ist, dann darf man das Buch nicht mehr lesen. Das ist schon klar. Also 18-jährige Leute, bitte jetzt sofort wegschalten. Das ist Content, was für euch nicht geeignet ist. Ja, was ich von diesem Buch halte, von der Beschreibung her, es hat zwar nur einen schlichten, sehr schlichten Cover. Ein schlichtes Cover. Wir sind nicht in der Schule. Aber es klingt sehr interessant. Es klingt so wie ein amüsantes Buch, was ein Drama sein könnte. Oder sonst was. Ich weiß es nicht. Mir hat es irgendwie gefallen. Und jetzt muss ich hier wieder dazu. So, und das nächste Buch heißt wie? Die Würde ist antastbar. Es ist von Ferdinand von Schrach. Dies ist kein wirkliches Buch mit einer Geschichte, kann ich jetzt schon mal sagen. Ja, das ist kein Buch mit einer richtigen Geschichte, sondern eher so eine Meinung. Liest du das jetzt alles vor? Ich glaube nicht. Danke. Ich lese euch nur ein bisschen hier raus, von der Beschreibung. Oh, mein Fuß ist eingeschlafen. Das tut mir aber leid. Gesundheit. Danke. Wiegt ein Leben ein anderes auf? Was macht ein Täter zum Täter? Ferdinand von Schirach. Habe ich es falsch aufgeschrieben? Super. Beschäftigt sich in seinen glänzenden Essays. Wie heißt das? Was? Essays. Essays.
Ich hoffe dann. Was? Zeig mal. Keine Ahnung, was das heißt. Essay. Es wird ganz groß hier eingeblendet. Ja, schön. So groß. Ja. Glänzenden Essays mit den großen Themen unserer Zeit, ebenso wie mit ganz persönlichen Gedanken über die Literatur oder das Rauchen. Bestechend klar und einsichtsvoll. Oft ist es nur der Zufall, der den Einzelnen zum Täter oder Opfer macht. Schuld ist das, was einem Menschen persönlich vorgeworfen werden kann. Nicht zuletzt seiner so überzeugend formulierten Gedanken über Gut und Böse, über die moralischen und ethischen Fragestellungen in unserer Gesellschaft haben seine Storys und Romane zu Weiterfolgen gemacht. So, wenn ihr weiterlesen wollt, ich glaube, ich verlinke wieder alles unten in der Beschreibung. Und wenn ihr noch einen Thriller-Tipp haben wollt, hat er einfach gerade auf dem Boden gefunden. Hat er die Unbekannte und ich könnte hier mal auf Stopp drücken. Also, das ist eigentlich keine. Jetzt geht's weiter mit unserem Film. Die kommen ins Kino. Und zwar haben wir auch schon mit Ende August angefangen. Und zwar kommt Ende August ein Film von Marvel raus, und zwar Guardians of the Galaxy am 28.08. Diesen Film wollten wir uns gerne eigentlich angucken, ne? Also eventuell. Ja, also es ist eigentlich ein ganz spannender Film mit viel Humor, ja. Dann musst du ganz viel Hahaha machen. Dann kommt Thriller raus, und zwar Another Me, mein zweites Ich. Der kommt am 4.9. raus, da werde ich auch ins Kino gehen und werde wahrscheinlich auch eine Rezension drehen oder eine Rezension, ja. Eine Filmrezension. Ja. Und dann kommt noch ein Katastrophen-Preview. Nein. Wir werden es dann sehen. Und ich glaube, das ist ein Katastrophenfilm, und zwar Katakomben. Es kommt am 11.9. raus, und werde ich mir vielleicht auch mal angucken. Und jetzt gehen wir zu unserem letzten Thema, und zwar die Spiele. Wenn ihr Spiele nicht mögt, dann könnt ihr jetzt abschalten, weil das ist nicht interessant jetzt für euch. Ich bin ein verwirrter Mensch. So. Das erste Spiel, direkt das spannendste und tollste. Davon wird ihr alle begeistert sein. Der Müllabfuhrsimulator. Kommt für den PC raus. Am 3.9.2014 von Rondo Media, und ist ein. Da freuen wir uns alle drauf. Ja, das freut uns einfach alle, wie wir das einfach. Das soll das beste Spiel des Jahres werden. wie euch vermutlich denken könnt, ist das ein Simulator. Nee, echt. Oh, ich bin so schlau. Und ich glaube, ihr kennt alle Simulatoren, wie die alle so toll sind. So, okay. Das zweite Spiel, was am 4.9.2014 für den PC rauskommt und von EA ist. Was könnte es wohl sein? Es ist nichts anderes als die Sims 4. FIFA. Ja, kommt das September raus? Nein, das kommt, glaube ich, im September. Ja, siehst du. Okay. Es ist auch ein Simulator, was vielleicht ein paar Menschen wissen, und ich glaube, dadurch, dass ich das jetzt schon einmal anspielen durfte und oft die oft Meinungen darüber höre, bin ich zwiegespalten in der Meinung. Zum einen hat es neue Funktionen, aber die sollen angeblich nicht so viel bei der Grafik verbessert haben, was nicht so das Tollste ist. dann vielleicht für Xbox 316-Fans etwas ganz Interessantes und Strategiefans. Tropical 5 kommt am 5.9.2014 von Katipso für die Xbox 360 raus. Das ist ein Strategiespiel.
wo man Städte aufbauen kann, wie SimCity. Ich glaube, das war noch etwas storylastisch, aber ich weiß es gerade nicht. Ich kenne Tropico nicht so richtig, aber who cares? ein weiteres Spiel, worüber sich sehr viele freuen werden, und ich muss jetzt gerade mal den Hinweis geben, dass jegliche Spiele und Filme und sonstige Sachen hier in diesem Format nicht als Want-to-Read-Format sozusagen eintreten, heißt, wir werden nicht unbedingt die Sachen holen, und wenn die über unseren FSK-Standard liegen, dann werden wir uns die ganz bestimmt nicht holen. Wir stellen sie nur vor, falls es, weil es eventuell einen hohen Beliebtheitsgrad hat, und dadurch sehr viele viele Freunde finden würde. Also zusammengefasst, wir stellen das nicht vor, weil wir es kaufen wollen. Jetzt komm auf den Punkt und zeig das Spiel. Warum sollte ich auf den Punkt kommen? Ich darf doch mit den Leuten da draußen reden, oder? Schreibt es jetzt in die Kommentare. Destiny ist das nächste Spiel. Es kommt raus am 9.9.2014. Versteht ihr? 9.9. Schöner Datum. Es ist von Activision, ein Online-Shooter, und es kommt für die Xbox 360, Xbox One, PS3 und PS4 raus. Nee, es kommt wirklich nicht für den PC raus. Es ist zwar, glaube ich, noch geplant, vielleicht, oder auch nicht. Aber jetzt kommt es gerade nur dafür raus. Und dann gibt es noch für Dark Souls 2 Add-ons. Und zwar einmal ein Add-on, was unterschiedliche Datums hat, wann das rauskommt. Daten hat. Am 23.09. kommt es für die Xbox raus, also der Xbox 360. Und am 24. kommt es für die PS3 und PC raus. Wer also Dark Souls mag und Add-ons kaufen will, sollte sich das anschauen. Das ist nämlich schön für die Leute. Bin ich genug auf den Punkt gekommen? Dankeschön, bitteschön. So, das war's mit diesem Video. Es war, glaube ich, das sind, glaub ich, 25, 30 Minuten bestimmt. Ja, das wird lange dauern, zu rendern, zu schneiden, zu alles. Zu alles. Ja, aber ich hoffe, ihr seid zufrieden, oder ich hoffe, es war nicht jetzt zu lang. Ich hoffe, es war mal okay, ein längeres Video zu drehen. Aber wir hatten ja viel zu erzählen. Und dann einen schönen Tag noch. Warte, es kommt. Es folgt nun das Outro. Ja, und das war's auch schon wieder mit diesem Video. Und vergesst nicht, liken, teilen, favorisieren, abonnieren und kolorieren. Viel Spaß!